Moin moin Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute kleiner Trading-Tipp, so ein Lückenfüller, sage ich mal, und zwar das Trade mit Stadien. Klappt bei mir mega gut, ich kann es euch nur empfehlen. Hey! Prinzipiell könnt ihr auf alle Gold-Rare-Stadien bieten, wenn ihr die für 150 mitnimmt. Könnt ihr die easy dann wieder für 300, 350, 400, je nachdem, auf den Markt stellen, gehen safe weg. Die beliebten Stadien wie zum Beispiel Anfield Road, Signal Iduna Park, Bernabeu, Parc des Princes oder wie das heißt. Hä? Wisst ich und französische Namen nicht so geil. Gehen teilweise sogar für über 500 Coins weg und ich denke, nachdem der offizielle Release ist, werden die sogar noch teurer. Weil jeder will irgendwie ein cooles Stadion am Anfang haben und das ist eigentlich eine recht gute Trading-Methode, wie ich finde. Ich habe jetzt mal auf ein paar Stadien geboten, da seht ihr jetzt mal bei meiner Kandidatenliste, was ich so alles erbiete. Wenn ihr mal auf die Preise guckt, Anfield Road 150, 200 Coins, ist es halt, wie gesagt, ihr kriegt die Safe, gerade die beliebten, richtig, richtig gut weg. Auf der Transferliste angekommen, seht ihr auch schon hier, ein San Siro 400, Signal Iduna Park 750, Old Trafford 450, Anfield 600. Wie gesagt, ich denke, gerade die beliebten wie Anfield, Signal Iduna Park, Bernabeu werden sogar nach dem offiziellen Release auch nochmal ein Tick teurer werden. Also die kann man dann, glaube ich, easy für 1000, sowas letztes Jahr zumindest, verkaufen. Und so habe ich eigentlich die ersten 2, 3, 4 Wochen gut Coins gemacht mit Stadion Trading, wie ihr seht. Preise 500 Coins, 350, selbst wenn es für 350 weggeht, es sind 200 Coins. Und natürlich hört sich das jetzt am Anfang nicht so viel an, aber wenn man das auf die Masse nimmt, weil es ist kaum Act, man bietet kurz 10 Minuten durch, hat dann seine komplette Liste fast voll, haut sie drauf, stellt sie am Tag 2, 3, 4, 5 mal rein und zack, ist die Hälfte weg. Und von daher finde ich das eigentlich nicht verkehrt und Easy Coins nehmen wir doch mit. Außerdem habe ich noch in Top-Partien für nächste Woche Champions League investiert. Ich habe mir gepickt Inter, Barca, Tottenham und Bayern. Und da habe ich mir einfach mal ein paar Spieler auf Verdacht mitgenommen. In der Hoffnung, dass die in den Top-Partien drankommen. Alles für Mindestpreis mitgenommen. Und wenn es da auch paar Coins gibt, warum nicht, nimmt man doch gerne mit. Oder kurz und knackiges Video, Leute, ich hoffe, ihr könnt den ein oder anderen Coin damit machen. Ich wünsche noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video anguckt. Ich bin raus, macht's gut, ciao, ciao.